Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Bis. Mit Tisch. Heute mit Mausflüsterer Christoph Biemann. Und mit der Wildcatterin Lisa. Habt ihr auch Bock hier zu sitzen, dann bewertet euch in den Kommentaren oder schreibt in die Kommentare, was euch auffällt. Und was ist eure Lieblingsmausfolge? Meine Lieblingsmausfolge ist die Folge, wo uns der Treibhauseffekt erklärt wird. Schreibt es mir in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Heute geht es natürlich wieder um die Christoph, möchtest du diese Tischplatte gewinnen? Unbedingt. Also ich finde, sowas muss man haben. Das ist ein Schmuckstück. Hast du viel Deko in deiner Wohnung? Nee, ich bin eher karg eingerichtet. Also das wird gerade so gut reinpassen. Okay. Das blitzt schön raus. Und du, wie bist du eingerichtet? Messi-artig? Porzellanpanther oder so? Oder? Ja. Ich bin gerade im Umzug. Es ist nur Chaos. Aber das wäre natürlich ein schöner Untersetzer dann. Das ist kein Untersetzer, das hängt man sich an der Wand. Bei mir ist auch alles Chaos. Den Kopf des toten Opas oder so. Bei mir ist auch alles Chaos, bloß ich bin nicht im Umzug. Dann legen wir los. Wie werden die Neugeborenen von Kühen genannt? Junge. Hä? Was ist Kälber. Kälber. Oh mein, oh mein Gott. Ist das eine Bildungslücke? Muss man das wissen? Das sollte man schon wissen. Ja. Auf euch, auf diese tolle Runde heute hier. Prost. Prosit. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ja. Die Maus auch immer, ne, auf den Aftershow-Partys. Christoph, woher kennt man dich? Ich denke aus der Sendung mit der Maus. Ja, ne? Da kenne ich dich auch her. Und der? Der will nicht so richtig abgehen. Der scheint noch nicht reif zu sein. Was ist der Unterschied? Warum kann man den einen Apfel leicht pflücken und den anderen nicht? Ich mache bei der Maus Filme, bin Regisseur, Autor. Und manchmal bin ich sogar vor der Kamera. Du bist Kult, Christoph. Riesen Applaus für dich. Hörst du das gerne, dass du Kult bist? Manche Leute wollen sich hören. Ich bin keine Rampensau, mir ist das egal. Also das heißt, du, diese Öffentlichkeit, es ist ja eigentlich egal. Ich gehöre zum Job dazu. Und manchmal, also wenn Leute mir sagen, es ist toll, was du machst, du bist der Held meiner Kindheit oder solche Sachen, das hört man nicht so ungern. Du bist der Held meiner Kindheit. Du bist der Held meiner Kindheit. Du bist der Held meiner Kindheit. Du kriegst Applaus, dann komm noch, Christoph. Lisa. Jetzt haben wir das auch. Jetzt haben wir, Jetzt haben wir das Frühstück. Lisa, du kommst aus Essen. In Essen habe ich ein Fachabi gemacht. Yay. Ja, danke. Was machst du da in Essen? Beruflich? Ich studiere. Ich komme eigentlich aus dem Allgäu, aber bin nach Essen gezogen. Ich bin zugezogen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Okay. Und ich schreibe meine Masterarbeit. Und damit ich da gerade nicht dran schreiben muss, bin ich hier. Welches Thema? Parasocial Relationships. Also ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand komische Nachrichten geschrieben hat. Oh, so, ja. Ja. Mhm, schon. Das. Und was das heißt, du beschäftigst dich mit Psychologie? Ja, also Informatik und Psychologie studiere ich, also die Schnittstelle zwischen Mensch und Internet quasi. Und ich schreibe Psychologie-Schwerpunkt und dann eben über Parasocial Relationships. Das heißt, du kannst mir quasi in den Kopf gucken? Zum Glück nicht, nein. Wie nennt man ein Hundejunges? Welpe. Wie heißen frisch geschlüpfte Vogelkinder? Küken. Ah, super. Wie nennt man die Neugeborenen von Menschen? Kinder. Babys, ja, aber. Säuglinge! Babys. Tja, erste Antwort zählt, also ja, liebe Lisa. Ist in Ordnung. Give it to you. Probier mal, ob es dir schmeckt. Machst du es nicht? Nein. Du bist du bist im Allgäu groß geworden. Richtig. Gibt es da auch so tolle Dorfpartys mit Andreas Gavalier und so? Ja. Es gibt da auch schlimmere Getränke als das hier. Was denn? Ohne Marken zu nennen. Bauern-Tequila. Was heißt das? Ein normaler Tequila ist ja Tequila, Salz und Zitrone. Bauern-Tequila wird vom Dennis serviert. Bauern-Tequila ist Enzian, Senf und eine Scheibe Wurst. Oh! Schon mal gehört, Christoph? Schon mal gegessen vielleicht? Es gibt so was Ähnliches in Ostpreußen, ja. Was, wie ist das? Das ist Schnaps, Scheibe Wurst und auch Senf drauf. Und das trinkt aber und isst man Wurst, quasi? Also. Christoph, bist du ein Partytier? Nee. So viele Jahre lang im Fernsehen, im Medienbusiness, war doch bestimmt ein paar WDR-Partys da, oder? Nee. WDR schmeißt keine Partys. WDR-Partys sind nicht, wenn es überhaupt welche gibt. Also, früher hat man, wenn man so einen Film fertig war zur Mischung, so einen Sekt getrunken und so, das ist lange vorbei. Ach. Du hast immer dein grünes Shirt an. Mhm. Wieso denn immer diese grünen Klamotten? Warum grün? Wir haben einen Film gemacht über Atomkraft. Und es war klar, das dauert lange, bis wir das fertig haben. Und ich musste auch ein paar Mal vor die Kamera. Und ich hatte verschiedenfarbige Sweatshirts in meinem Schrank und zwei grüne. Dann habe ich gedacht, wenn der eine in der Wäsche ist, habe ich immer noch einen Mann. Ah, okay. Also, das ist natürlich schlau. Kleiner Zufall. Super. Weiter geht's.
Wie viele Buchstaben hat das deutsche Alphabet? 26. Mit wem bildet Obelix zusammen das namensgebende Duo der gleichnamigen Comicbücher und Filme? Asterix. Wie viele Disziplinen muss ein Zehnkämpfer absolvieren? 10. In welchem Bundesland liegt die Stadt Bielefeld? In NRW. Durch welche Bakterien kommen die Löcher in den Käse? Milchsäurebakterien oder Salmonellen? Milchsäurebakterien. Wie heißt der Torwart, der im Finale der WM 2002 zwischen Deutschland und Brasilien bei der deutschen Nationalmannschaft im Tor stand? Keine Ahnung. Oliver Kahn. Oliver Kahn natürlich. Ich bin ganz gespannt auf deine Reaktion. Das steckt sehr gut. Keine Reaktion, wow. Das ist für Sellerie und so. Wow. Das hätte ich ja nicht gedacht. Christoph, es gibt ein neues Projekt von der Maus. Du machst dich direkt mit, aber bist natürlich auch ein Markenbotschafter der Maus. Und zwar macht die Maus eine Sommer-Sachgeschichtenreihe zum Thema Klima. Mhm. Was passiert da ganz genau? Ums Klima. Klima. Ja, das ist... Nein, es geht um Treibhauseffekt und Dinge, wie das Klima sich ändert und natürlich darum, was man tun kann, um gegenzusteuern. Hast du einen ganz kleinen Tipp, was können wir machen als Autonormalbürger? Was kann ich tun? Man kann sich zum Beispiel warm anziehen, also nicht im T-Shirt im Winter, sondern Pulli anziehen, ja. Ist schon mal ein Ding. Und, dann auf Fliegen verzichten wahrscheinlich, ja, auch klar. Nicht so oft Auto fahren. Man muss ja nicht fliegen, man kann ja auch telefonieren. Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass es noch mal besser wird mit dem Klima? Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen, hoffnungsloser geworden. Dass es noch mal, dass nein, also was natürlich ist, dass diese Klimaveränderung, die geht, auch wenn wir heute verzichten würden auf Kohlendioxidausstoß, würde weitergehen. Mhm. Ob das mal so wird, dass wir irgendwie Wüstenklima hier haben, daran kann man was machen. Mhm. Das wird ja auch getan, also es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Nochmal zurück zur Fußball-WM 2002. Wer wurde in diesem Jahr denn Weltmeister? Brasilien. Wenn man von einem Übel ins nächste noch größere gerät, dann kommt man laut Volksmund vom Regen in... Die Traufe. Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum kehrten dieses Jahr in ihre ikonischen Rollen als Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm auf die große Leinwand zurück. In welchem Steven Spielberg-Meisterwerk nahmen sie diese Rollen zum ersten Mal ein? Jurassic Park. Welche Katastrophe überlebten Noah und seine Familie laut Bibel als einzige Menschen? Die Sintflut. Wie viele natürliche Zahlen gibt es? 10 oder unendlich viele? Unendlich viele? Wie heißt das Mädchen, das einem weißen Kaninchen hinterherläuft und so in ein magisches Zauberland gelangt? Alice im Wunderland. Wie heißen die lichtschwertragenden Ritter aus der Star Wars-Reihe? Jedis. Wie heißt die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift, die von Alice Schwarzer veröffentlicht wird? Emma. Welche Emma spielt Hermine in den Harry Potter-Verfilmungen? Emma Watson. Wie heißt die Heldin der 1996 erstmals erschienenen Videospielreihe, die schon früh als weiblicher Indiana Jones galt? Tomb Raider, Lara Croft. Dankeschön. Wer spielte Lara Croft in den beiden Verfilmungen von 2001 und 2003? Angelina Jolie. Von welchem US-Bundesstaat ist Boston die Hauptstadt? Massachusetts. An welchem Fluss liegt München? Ach, Mann! Oh, das war es. Isar. Isar. Nein. Oh, bei Tegernsee. Schöner Fluss. Tja, Dennis, klopfst dir rein. Das schmeckt doch gut, oder? Christoph, spielst du gerne Bierpong? Nein, ich weiß gar nicht, was das ist. Erklär du doch gerne, weil du ja im Bierpong spielst, Lisa. Erklär doch dem Christoph, was ist Bierpong? Du hast einen Tisch, auf jeder Seite sind Becher, da ist Bier drin und du musst mit einem Tischtennisball in den Becher von den Gegnern treffen. Okay. Und wenn man trifft, müssen die trinken. Okay. Das spielen wir nach diesem Spiel. Welche Krankheit wird durch mangelnde Insulinbildung hervorgerufen? Diabetes. Woran sticht sich Dornröschen in den Finger und fällt in einen tiefen Schlaf? Eine Nadel. Dorn. Spindel. Oh, ja, ich hab's vor Augen gehabt, aber als falsches Begriff, stimmt schon. Oh.
Christoph, gibt es irgendwelche Geschichten, auf die du wenig Lust hattest zu machen, wo du beim Machen gemerkt hast, boah, hätte ich mir dieses Thema lieber nicht ausgesucht? Also es gibt einen Film, wo ich über den Fluss will und bei der ersten Szene springe ich halt mit so einem Stab, wie ein Stabhochsprung. Und irgendwann, so beim ersten Drittel des Fluges, dachte ich, scheiße, jetzt geht's nicht mehr zurück. Und das war eigentlich meine erste größere Rolle vor der Kamera in der Maus. Warst du schon mal in Quiz-Shows, also beim Kai Pflaume zum Beispiel oder beim Günther Jauch in der Sendung? Ja, ja, so ein paar habe ich. Ja? Mhm. Und immer erfolgreich? Ja. Lisa, du auch schon mal in der Quizshow gewesen? Nein, ich bin in der Quizshow. Ja, direkt die beste gewählt, guter Geschmack. Ich habe sogar mal gegen Yvonne Cutterfield im Karaoke singen gewonnen. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe mit den Prinzen gesungen. Ja. Und die, wenn man mit denen singt, die sagen immer, das muss ganz klar auf dem Takt gesungen werden. War das ein Privaterlebnis oder war das vor der Kamera? Nein, das war Deutschland Champion, ist das. Ja. Wofür steht die Abkürzung LOL, die oft als Reaktion auf etwas Lustiges gebraucht wird? Laughing out loud. Wie oft dürfen Bundesliga-Teams in der Fußballsaison 22/23 Auswechslungen durchführen? Puh, ich würde sagen 5-mal. Wie heißt das Mädchen mit Superkräften aus der Stranger Things-Reihe? 11. Wie nennt man den Gegenspieler des Protagonisten einer Geschichte? Antagonist. Oh, hätte ich nicht gewusst. Oh. Das ist gut für die Verdauung auch. Ja? Ja. Das läuft schon zu gut da unten. Nicht an diesem einen Kopf reinstecken. Okay, auf euch, auf eure Gesundheit. Gott im Himmel, steh mir bei. Das war Masianisch und heißt Tschüss. Mein Gott, egal, ich bin trotzdem Mensch, oder Christoph? Ich bleibe Mensch. Ich bleibe ein guter Mensch, sicher. Ja. Ein guter Mensch. Oder Lisa? Richtige Heldengeschichte. Wie wird die medizinische Fachdisziplin genannt, die sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen beschäftigt? Logopädie. Das kam im Buzzer. Das kam leider im Buzzer. Also, lieber Christoph, musst du leider trinken, aber dir schmeckt ja sowieso gut. Lecker. Christoph, du bist ja ein absoluter Ehrenmann. Du kümmerst dich um, ja, ich würde sagen, benachteiligte Kinder. Denn du bist Schirmherr des Bundesverbandes Herzkranke Kinder, der SOS Kinderdorf Stiftung und offizieller Pate des Kinderhospizes Bethel. Riesenapplaus! Warum liegen dir Kinder so sehr am Herzen? Ich arbeite für Kinder. Mhm. Und es ist auch so, wenn man sozusagen so eine Art Promi ist, wird man gefragt, möchtest du das machen? Wie kann man da Nein sagen? Also, aber das heißt, du magst auch Kinder? Gerne. So ich wollte gerade sagen, weil ich habe mal gehört, dass Peter Lustig, Gott hab ihn selig, Kinder nicht so sehr gemocht das hat. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt das überhaupt gar nicht? Das ist ein böses Gerücht. Ja, okay, ja. Gut, dann räumen wir jetzt hier endlich mal auf damit. Kennst hat er selber zwar schon 80.000 Mal gesagt zu Lebzeiten, aber du kannst auch gerne damit aufräumen. Hast du ihn mal kennengelernt? Ja, musst du ja, das wisst du ja nicht. Ja, aber nur mal so. Gab es mal ein Crossover, ja. Maus und Löwenzahn? Peter Lustig war auch mal Maus-Mitarbeiter in frühen Jahren. Er hatte so eine Gitarre an der Wand und mit der hat er immer so ein bisschen gespielt und ja. Das war so praktisch der Vorläufer zu Löwenzahn. Sind zum ZDF gewechselt und hat dann da seine eigene Sendung gehabt. Ach, krass. Ja. Was reizt dich denn so am meisten? Was ist das Themengebiet, wo du sagst, boah, da könnte ich mich echt stundenlang drüber unterhalten? Also zum Beispiel Pflanzen, Garten, auch Umwelt, ja, solche Dinge. Hast du einen großen Garten, wo du auch gut pflanzen? Also hast du einen grünen Daumen? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen Garten, ja. Hast du Cannabis angepflanzt? Oder Kartoffeln. Kann man auch rauchen. Wer sang Hits wie Everytime, Crazy und Toxic? Britney Spears. Mit welchem NSYNC-Mitglied war sie lange Zeit zusammen? Mit Justin Timberlake. Welche Würzsoße besteht zu 30% aus Zucker, Essig und anderen Gewürzen und zu 70% aus Tomaten in Form von Tomatenmark? Tomatenketchup. Maggi gesagt. Wie heißt der Tennisaufschlag, der direkt zum Punkt führt? Boah, ich war ganz gespannt. Keine Ahnung. Das wüsste ich auch nicht. Ass. 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 Du bist ein Ass. Haust dir rein.
Aber Tennis ist auch nicht meins. Wie wird die vom Publikum ausgeführte Massendarbietung genannt, bei der die Zuschauer eine sich kreisförmig durch das Stadion bewegende Wasserwelle imitieren? Laola-Welle. In welcher Stadt steht die Semperoper? Dresden. Wenn man seinen Whisky on the Rocks bestellt, was befindet sich daneben Whisky noch im Glas? Eis. Wie wird ein offener und oft spannungsvoller Ausgang einer Serienepisode genannt, deren Handlung erst in der nächsten Folge oder Staffel aufgelöst wird? Cliffhanger. Wie werden die russischen Astronauten genannt? Kosmonauten. Welchem König diente der Sage nach der Zauberer Merlin? Artus. Wie heißt der längste Fluss Afrikas? Ganges? Keine Ahnung. Nil. Ja. Oh, ja. Hab mir doch einen Song von Schnappi gehört. Ich bin ein Krokodil und ich bin ein Nil. Und nur noch ein Leben damit. Lisa, ich habe gehört, dass du oft gegen den Quizgott Sebastian Jacobi antrittst. Ja. Und du wirst oft von ihm lang gemacht und besiegt. Richtig. Schon mal gegen ihn gewonnen? Nein, natürlich nicht. Ja, war wie lange gemacht? Wo? Im Kneipenquiz? Ich gehe zum Kneipenquiz manchmal und ich habe den getroffen, weil er auch aus Oberstdorf kommt, genau wie ich. Und dann waren wir in Duisburg beim Kneipenquiz und dann war er zufällig auch da und dann sind wir regelmäßig hingegangen und man verliert natürlich, wenn man hingeht. Das weiß man von Anfang an. Schlau, ne? Ja, der weiß alles. Er saß auch schon an diesem Tisch hier und hat dann wirklich gar nichts falsch beantwortet. Hast du viele Bücher bei dir zu Hause? Ich glaube schon, oder? Ja, Bücher habe ich ja. Ja, Dennis, dein letztes Buch, was hast du gelesen? Herbstblond. Thomas Gottschalk. Wer schrieb die Romanvorlage zum Film 20.000 Meilen unter dem Meer? Jules Verne. Welcher deutsche Rapper war neben Dieter Bohlen, Marianne Rosenberg und Mieze Katz 2014 Teil der DSDS-Jury? Das ist doch der Typ von Kalt Schakandela. Ist das ein Rapper? K1. Ach so. Dennis, oh, und dann bist du raus. Hast du sowas? Ich weiß, eine popkulturelle Frage. Du hättest die Jules Verne-Frage bekommen müssen, oder? Ja, genau. Das hätte ich switch sein müssen. Okay, liebe Freunde, ich sag mal Ciao mit V. Tja, eure beiden Lieblingstwins sind ausgeschieden, aber umso schöner ist natürlich das große Finale. Und zwar spielen jetzt Christoph und Lisa. Entweder oder! Ich bin eine Landeshauptstadt. Gelsenkirchen. Nicht korrekt. Salzburg. Nicht korrekt. Mumbai. Korrekt. Nein! Wo wir Christoph feiern? Lisa, erstmal deinen Shot. Oh. Trotzdem Riesenapplaus für Lisa. Hey! Sehr, sehr gut geschlagen, was im Finale ist. Eine tolle Leistung. An dieser Stelle einen riesengroßen Applaus für unseren Gewinner, Christoph! Juhu! Du gewinnst natürlich die goldene Tischplatte, die ist für dich. Oh, danke. Oh. Natürlich bitte nicht vorne in die Mülltonne schmeißen, sondern die Mülltonne daneben. Da ist ja auch noch so ein Ding. Die Rückseite ist ja schön, auch ja, eigentlich sehr schön. Ja, auch schön. Ja. Kann auch die schwarze Tischplatte sein, wie man eigentlich ist. Nicht so rutscht. Dass dein Glas draufstellt. Danke euch. Kommen wir zur Endcard. Oben gibt es ein Video von Leroy Will's Wissen. Und zwar junge Mutter trifft alte Mutter. Und unten gibt es die letzte Folge. Die macht doch unser anderes Video mit der Maus. Unten gibt es ein tolles Video mit Armin und Siem von der Maus. Klickt rein, hat sich gelohnt. Tschüss zusammen. Viel Applaus.